guck dir ein bisschen mir zu, wie ich mal wieder ein bisschen Essenliste mache. Ich muss mich da durcharbeiten. Es sind noch so viele Spiele offen. Ich habe zwar so viele Neuheiten auch zugeschickt bekommen, aber die Neuheitenliste auf BoardGameGeek, die hört ja einfach nicht auf. Es ist ja quasi die nicht enden wollende Neuheitenliste. Wir müssen da durchgehen. Ich habe übrigens das Tabletop-Together-Tool letzte Nacht mal ausprobiert, weil ich wollte mir eine Custom-Liste damit machen. Ich sage immer, viele benutzen Tabletop-Together, ich nehme BGG. Leute, ich bin durch die komplette Tabletop-Together-Liste durch. Und die ist nicht vollständig. Also ganz ehrlich, benutzt BoardGameGeek. Auf der Tabletop-Together-Liste fehlten sicher 50 Spiele, die eine Neuheit sind, die ich schon auf meiner, oh, das finde ich aber spannend, Liste hatte. Die waren da nicht drauf. Also, ich weiß nicht, dieses Tabletop-Together-Tool wird, glaube ich, nicht mehr so richtig maintained, wie es so schön in der Amtssprache heißt. Deswegen gehen wir wieder mal rein bei BoardGameGeek. Und da mache ich das ja immer so. Ich gehe hier oben auf Browse und Previews. Da hat man das und dann kann man sich hier die Spiel-Preview reinziehen. Kann ich das verlinken? Natürlich kann ich das verlinken. Ist schon hier. So, es sind inzwischen 1166 Titel und wir filtern natürlich. Wir filtern einfach mal nach den Sachen, die noch nicht priorisiert wurden. Und dann schauen wir mal, wie viele Spiele das noch sind. Oh, 200 Titel. Ich muss noch 200 Titel durchgehen. Es nimmt langsam ein Ende. Dann würde ich wahrscheinlich, soll ich nach Hotness oder Alphabet? Nee, wir machen wieder nach Hotness. Ich finde das irgendwie ganz lustig, nach Hotness zu gehen. Dann sieht man immer, was sind wirklich die spannenden, gehypteren Spiele. Wir fangen mal an. Keep the Heroes Out. Boss Battle ist für mich kein Hype-Titel. Warum? Habe ich. Habe ich mir geholt, habe ich aber noch nicht gespielt. Ist halt sehr viel more of the same. Ob man das wirklich braucht, weiß ich nicht. Ich finde Keep the Heroes Out ein super Spiel. Sehr toll, auch mit zugänglich, mit Kindern spielbar und so weiter. Und da bin ich halt rein. Da bin ich halt rein. Aber deswegen bin ich auch jetzt nicht mehr interessiert dran. So Eis. Ja, da bin ich um den Kickstarter rumgeschlichen bei Eis. Da bin ich immer wieder, es ist ja wieder neu im Kickstarter gelaufen, weil die Idee natürlich total cool ist, dass man hier das so immer abträgt und dann immer tiefer in diese Eisschichten reinmacht. Und es hat auch schon ein ganz interessantes Artwork und so. Aber ich habe so Durchwachsenes von diesem Spiel gehört, dass es spielerisch halt nicht so geil sein soll. Sondern halt so eine überproduzierte Kickstarter-Aktion ist, dass ich es halt dann einfach nicht gemacht habe. Ja, sie haben beim neuen Kickstarter wohl ganz viel nochmal an den Regeln gearbeitet, aber irgendwie, ich dachte mir halt dann, boah, so viel Geld und dann spiele ich es nur einmal fürs Instagram-Foto, so nach dem Motto. Das wäre so ein Spiel, das würde ich unglaublich gerne mal irgendwo mitspielen, aber ich glaube, besitzen muss ich es nicht. Das ist wie so ein guter Wein im Keller, da hätte ich jeden Tag Angst, dass der nach Essig schmeckt, also würde ich ihn relativ schnell trinken und nicht original verpackt im Keller liegen lassen. Nee, bei Eis bin ich tatsächlich, es steht ja auch nur Demo, ist klar, weil es ist ja Kickstarter gelaufen, bin ich raus. So, Similo in der Boardgame-Edition. Schon wieder? Es gab doch letztes Jahr eine Boardgame-Edition. Jetzt machen sie dieses Jahr wieder eine. Das muss ja echt irgendwie, gerade bei Horrible Guild, so das Einzige sein, was läuft, gefühlt. Also wieder die Brettspielcover. Nee, das sind aber die von 2023. Jetzt gibt es die halt von 2024. Ja, keine Ahnung. Similo auch irgendwie so ein Spiel. Warum 0 Euro? Oh, Leute. Nee, nicht interessiert. So. Nova Era bei Simon. Okay. Alle haben sie inzwischen so diese Covers mit dieser schrägen Optik, die immer so ein bisschen nach ChatGPT aussieht. Oder Midjourney und so. Okay. Würfelkarten. Okay. Das ist ein Siemens-Game. Wo sind denn die Minis? Das hier sieht auch günstig aus hier. Dieses Pappteil mit den Token drauf. Dieses Leistengerutsche mit einer Kartenauslage. Das sieht gar nicht so. Das sieht gar nicht mal so geil aus, das Spiel. Oder? Täuscht mich das jetzt? Das sieht irgendwie nicht so spannend aus. Warum wird es so gehypt? Ist auch nur Demo, komm weg. So, die Expansion für Keep the Heroes Out, die habe ich natürlich auch. Weg damit. So, Andromeda's Edge, die Bla-Erweiterung interessiert nicht. Dann wieder Eis interessiert nicht. Dogpark kriegt eine Erweiterung. Ich fand Dogpark gar nicht so stark. Für mich war Dogpark eben nicht so gut wie ein Flügelschlag. Klar, Hunde sind mir lieber als Vögel, aber ich fand es spielerisch nicht so stark. AI Space Puzzle habe ich schon gespielt. Gefällt mir gar nicht. Mastermind, gar nicht meins. Also gar nicht meins. So, Rumblebots. Lustiges Cover auf jeden Fall. Da rührt sich was. Hier der Fisch im Ding. Okay. So ein durchgeknallter Bettler oder was? Das ist ein Zwei-Personen-Ding. 2 bis 4. Okay. Ah, hier gibt es noch mehr Bilder. Kartenauslage, klar. Mhm. Gibt es das auf Deutsch? Wahrscheinlich nicht. Doch, eine German Edition. Okay, guck mal bei DV Games. German Edition. Wo kommt denn DV Games her? Sind das Spanier? Hier Italien. Ah, okay. Mit einer deutschen Version. Okay, das finde ich aber stark, wenn die eine deutsche Version haben. Bin ich ja interessiert.
Ja. Ja, bin ich erstmal interessiert dran. Dann haben wir hier Dabba Walla. Das ist für mich ja eigentlich irgendwie ein Spiel schon von letztem Jahr gewesen, aber anscheinend doch erst aus diesem Jahr. Queen Games habe ich hier liegen, war ja mit im Flohmarkt. Sehr interessantes Spielmaterial. Da bin ich so ein bisschen undecided. Queen Games halt immer auch ein bisschen teuer für das, was es ist. Muss ich noch ausprobieren, wollte ich dringend spielen. Habe ich aber noch nicht. Muss ich vor der Messe eigentlich noch spielen, weil ich es hergeben muss. So, Panda Panda. Panda Panda. Ein Spiel mit Pandas. Okay, mit Buchstaben drauf. Muss man das Wort Panda legen, oder was? Worum geht's da? Players carefully manage their cards to try to make specific hands. This card to win. Yell Panda Panda when you start a turn with a completed hand. Puh, ja, okay. Panasta Romy Panda Panda. So, Tower Up bei Pegasus. Nein, nicht den Film. Gar nicht mal so hübsch. Das sieht schon besser aus. Okay. Ist das ein Remake? Das erinnert mich so an Big Boss, glaube ich, hieß das. Das Artwork finde ich auch seltsam. Das überproduziert alles. Oh, eine Riesenversion ist natürlich auch geil. Ich hätte gern die Riesenversion. Kostet der Spaß 40 Euro. Undecided. Everdell in der Complete Collectors German Edition. Ja, ja, für 350 Euro. Du mich auch. So, Final Girl Expansion 9. Forever Home. Das habe ich schon gespielt. Das ist ganz nett. Kann man auf Board Game Arena spielen. Ganz nettes Ding. Versucht Hunden ein neues Zuhause zu geben. Ist eigentlich ganz, ganz charmantes Spiel. Ja. Spielmaterial sieht jetzt alles auch gar nicht so cool aus. Ihr puzzelt halt diese einzelnen Hunde rein und habt dann Karten. Dann werden Teile dieser Hunde quasi immer, finden dann ein neues Zuhause. Und dafür gibt es dann Boni. Die Boni wechseln aber jede Partie, für was du Boni bekommst. Gar nicht so kompliziert. Kommt es auf Deutsch? Ah, jetzt habe ich es wieder weggeklickt. Kommt das auf Deutsch? Nee. Ich meine, es wäre sprachneutral, glaube ich. 28 Euro kostet es auf der Messe. Das ist natürlich ein schöner Preis, muss man auch sagen. Ah, bin ich undecided. Man das wirklich im Regal braucht. Also am Tisch würde ich es gerne mal ausprobieren. Auf BGA fand ich es eigentlich ganz gut. Naja. Jurassic World, Similo, ganz ehrlich, Similo, kein Interesse. Amanda beim Zoch Verlag. Okay, von Zoch soll ich auch noch Neuheiten kriegen, hieß es. Aber die sind noch unterwegs. Okay, was ist das hier? Das ist so ein Dingsmechanismus hier. Oh, das ist ein Bakelitsteinchen. Schön. Mit einem Pappständer. Schön. Das ist so Mahjong. Guck mal, so ein Mahjong. Weiß halt nicht, ob man Mahjong mit mehreren Leuten spielen will. Ich weiß es nicht. Undecided. Drachentreppe. Wieder so ein schönes Holzspiel. Und dann fällt er runter, oder was? Oh, lustig. Okay, cool. Also es ist quasi die Geistertreppe, nur in dreidimensional. Sieht lustig aus. Aber ich glaube, das brauche ich nicht. Klar, 65 Euro, das ist Holzhandarbeit und so. Das glaube ich, brauche ich jetzt nicht. Gerade für 65 Euro brauche ich jetzt nicht so ein Party-Ding, aber sieht von der Idee her ganz nett aus. Queen Games mit dem Moonlight Market und hat nur ein Cover bisher. Dann interessiert es mich auch nicht. Point of View von Haber. Kooperatives Puzzle. Das alles. Sieht ja schlimm aus. Da sind QR-Karten drin. Also sie können das Spielmaterial quasi nicht zeigen oder was? Oh, das ist mir auch zu App und so. Nee. Nee, raus. So, Seven Merry Monsters. Eins ist besser als zwei. Von Ten Traders. Martin Schlegel. Ja, das ist sicher spannend, was die Ten Traders da so machen. Ein witziges Konzept, falls ihr Ten Traders nicht kennt, das sind 10 Spielverlaginhaber, 10 Spielladeninhaber, die quasi einen Verlag gemacht haben, wo sie Spiele rausbringen. Ja, undecided, steht kein Preis leider. The Strange Forgeries of Mr. S. C. Raber. Ja, wie lang soll der Titel sein? Ja. Oh mein Gott, ist das ein schlimmes Artwork. Also das ist schon so hässlich, dass es eigentlich schon wieder geil ist. Hier vor allem hier dieser Patrick SpongeBob-Typ hier. Aber das ist halt hier auch immer so ein Roland Wright oder irgendwas oder so. Boah, ist das ein schräges Artwork. Es fällt auf jeden Fall auf. Was ist das für ein Spiel? Okay, Preis... 63 Euro, weil wenn das irgendwie 30 Euro kosten würde, dann wäre ich jetzt am Start und würde sagen, hey, das ist so bescheuert, das riskieren wir mal. 3 bis 7 Spieler, 63 Euro, sorry, bin ich raus. Das ist mir der Gag nicht wert, leider. So, Bantam West, sehr gut bewertet. 3,2, okay, wir sind im Expertenbereich schon leicht. Oh, schön, Wild-West-Spiele sind natürlich immer schön. Oh, hier schön mit Terrain Upgrade Pack und so, Minis und Scheißenless, Rex und so und
Tralalü, okay, das ist viel, viel Zeug. Ja, das Problem ist, das kriege ich natürlich alles nicht gespielt und das ist sehr teuer, würde ich mal behaupten. Schau mal auf den Preis. Ja, 85 Euro. Schade. Leider für mich nicht spielbar. Aber sieht nice aus für Leute, die sowas mögen. Ich bin dann doch eher bei Frying Master für 16 Euro. Da wird einfach das Huhn in der Pfanne verrückt. Sieht doch schon mal witzig aus. Bei jedem Tier ist einfach ein Stück abgebissen. Hä? Seit wann hat denn ein Schrimp einen Knochen? Das Gemüse wieder nicht mit Knochen. Reis und Nudeln. Also okay, es sieht halt fürchterlich aus. Aber auch da bin ich undecided. Sowas kann ja manchmal echt gut sein. Die Asiaten haben ja immer wieder Lucky Punches dazwischen. The Peach Festival von Thundergriff. Okay. War leider nur ein Cover bisher. Dann würde ich auch mal behaupten, da bin ich raus. 15 Euro. Available for pre-order. Ja, aber gibt es dann da auch mehr Infos mal? Soda Pop. Ja. Peach Festival. Aber keine Infos. Schon wieder so ein Spiel, wo man aus einer Tüte spielt. Aber es ist halt echt. Aber ihr könnt doch nicht Pre-Order von einem Spiel machen, wo es keine Fotos zu gibt, Leute. Was ist denn das? Nee, also so sinnlosen Konsum kann ich nicht unterstützen, dann bin ich nicht interessiert. Sorry. Sorry, also ich brauche schon irgendwie ein bisschen Infos. So, Boreal haben wir schon gespielt. Kommt jetzt auf Deutsch bei Game Factory, ist aber ja sprachneutral gewesen. Kann man auch auf Board Game Arena spielen. So, City of Angels kriegt eine Erweiterung, juckt mich nicht. Lost in Adventure, okay. Mhm. Sieht langweilig aus. Nee, sieht langweilig aus. Misty Valley. Cover finde ich ganz nice. Habe ich schon mal gesehen, glaube ich. Erinnere ich mich irgendwie dran. War das nicht so ein Wettrennen? So Hase und Igel mäßig? Mhm, sieht fluffig aus. Zwei Spieler oder was? Ja, zwei Spieler fluffig. Okay. Kostenpunkt 26 Euro. Okay, undecided. Oh My Piggins von Ravensburger. Das ist ein Partyspiel. Okay, das sieht ja ganz lustig aus hier. Also wir haben diese Tauben und die sammeln wir auf unserem Bredel, oder was? Wir würfeln, okay, und dann gibt es noch Karten. Ein Taubenrauben-Partyspiel von Ravensburger. Okay, das könnte so auch so Spiel des Jahresfahrwasser mal wieder sein. 16 Euro finde ich, aber die haben das Spiel relativ teuer gemacht, nur weil diese Plastiktauben dabei sind. Ich bin trotzdem mal undecided. Das könnte ja ein nettes kleines Party-Ding sein. So Expansion? Nein. Ten Garden Big Box, über Ten Garden hatten wir schon mal gesprochen. 240 Euro, Leute, raus. So, Torgal. Torgal The Board Game. Okay, Gott sei Dank nicht vom Ignazi selber. Ah, ich habe bei mir auch die Regel, Spiele mit Ringbuch einfach nicht kaufen. Kriegst du nie gespielt, die Story. Alter, ist da wieder viel Zeug dabei. Okay, aber es sieht natürlich schon nice aus, was man da alles machen kann. Also das ist sicher für Leute, die solche Spiele mögen, ist das eine Offenbarung. Die Shield. Kann es sein, dass die Shield wie Sau? Die Shield ja. Warum Shield denn die? Die Shield. Na, egal. Ja, aber bin ich raus. So, Waffelzeit, da habe ich ja Waffeltime schon vorgestellt. Finde ich ein ganz nettes Spielchen. Könnt ihr euch ja Waffeltime auch nur was holen. Ist ja nicht sehr viel Englisch dabei von AEG. Ganz nettes Spielchen. Macht Spaß und sieht vor allem am Tisch cool aus. Preis mit 35 Euro, hart an der Grenze des Okayen für die Art von Spiel, wo es ist. Fürs Material auf jeden Fall gerechtfertigt. Fand ich ganz gut. Ja, habe ich, glaube ich, auch schon dreimal dieses Jahr gespielt. Das ist bei mir viel. Ich bin trotzdem not interested, weil ich es einfach schon habe. Andromeda's Escape. Ja, ich glaube, das wird ein schnelles Nein. Ich und meine Space Games, ja, ist wieder typisch Space Game. Kennst du eine, kennst du alle. Ja, das ist einfach, wenn ich die Schriftart schon so, hier bin ich raus. Aqua. The Collector's, nee, Set Collection Game of Art. Okay, können wir ein bisschen mehr sehen? Hier gibt es ein bisschen was zu sehen. Okay, aber irgendwie, das ist alles so in so einem Pseudo-Stil auch. Nee, also das ist nicht meins. Gateway Island. Okay, Alter, das ist alles. 12 verschiedene Spiele. Ah, okay. Oh, das finde ich vom Konzept her aber witzig. Das heißt, das sind lauter Minigames, die man ganz schnell spielen kann. Das finde ich witzig. Das finde ich witzig. Von der Idee her. Quasi 12 verschiedene, 21 verschiedene Karten, 12 verschiedene Spiele, bla. Okay, was kostet der Spaß? Ein 20. Bin ich interessiert. Finde ich die Idee lustig. So, Thundergriff bringt ja diese ganze neue Serie hier in der Getränkedose raus. Das ist natürlich geschickt. Das fällt natürlich auf, ja, Getränkedosenspiele irgendwie so zu haben. Dinge drin. Diese Pop-Serie. Geschickter Schachzug von ihnen, das so zu verpacken. Aber ich glaube, dass die Spiele nicht so geil sind. Passen auch nicht in mein Regal, ja. Zehner ist aber auch ein netter Preis dafür, aber ich bin nicht interessiert. Neuland, das kennen wir schon, das ist Loot.
kommt bei Game Factory raus. Loot, ein sehr schönes Spiel, leider vom Artwork mir ein bisschen zu grün alles. Da ist so ein komisches Erbsengrün im Artwork. Kann das mal kurz zeigen. Hier, da ist alles Erbsengrün, seht ihr? Es ist alles in diesem Erbsengrün gehalten. Es sieht am Tisch immer aus, als hätte sich einer drauf gekotzt so ein bisschen. Ich hätte mir da ein bisschen noch eine coolere Farblösung gewünscht, als nur dieses Erbsengrün. Das sieht in der Realität irgendwie nicht so stark aus, finde ich. Hätte man ja vielleicht auch einfach ein bisschen mehr Rasenoptik nehmen können, nicht dieses komische Erbsengrün. Das Spiel selber ist aber super. Aber dieses Grün triggert mich inzwischen, weil halt alles grün ist. So, da ist sehr wenig Farbabwechslung am Tisch. Es ist halt alles grün. Also dein Board ist grün, die Plättchen sind grün, die Auslage ist grün. Ja, hätte auch Grünland heißen dürfen, das Spiel. Ich bin aber nicht interessiert, weil ich habe ja schon Loot und Loot finde ich sehr gut. Magic Maze nicht interessiert. Motor City, ja, durchaus spannend. Von MM, durchaus spannend. Hier Engine Building Ding. Hat halt so Roll-and-Ride-Elemente. Das würde ich gerne mal spielen, das würde mich mal interessieren. Ich glaube, dass das echt was kann. MM-Spieler hat ja durchaus ein Händchen. Mal undecided. Sidequest The Isle of Cats. Was macht denn die Sidequest von The Isle of Cats? Ach so, das ist wieder ein Sidequest-Puzzle, aber mit dem Thema von Isle of Cats. So rum. Ja, das ist aber dann nicht spannend für mich. So, Skyrocket Festivals of Fire. Hanabi lässt grüßen. Okay, puh, die Karten sehen aber langweilig aus. Das sieht lustig aus, aber die andere Seite war ja extrem viel Text. Zeig mal nochmal den ganzen Text bitte, da war doch gerade Text ohne Ende. Die sind ganz geschickt darin, nicht die Texte zu zeigen von den Karten. Können wir bitte die Texte sehen? Hier, können wir bitte das sehen? Das fuckt ja ab. Schaut euch das mal an, da ist ja die halbe Spielanleitung auf Karten gedruckt. Ich verstehe aber, was die Idee ist. Das sind auch alles so kleine Minispielchen, so à la Ninja Academy und so. Ah, aber mit Sanduhren. Nee, das hatten wir doch schon mal, da habe ich schon mal nicht interessiert gesagt. Boblins Rebellion, noch nie von gesehen. Aha, lustiges Cover. Haben wir auch einen Inhalt von dieser Kiste, oder? Ah ja, hier. Also wir haben quasi Köpfe von Minecraft. Die sehen aber witzig aus irgendwie. Ganz schön viel los. Okay, verstehe. Das könnte lustigerweise was sein von der Idee her. Was soll der Spaß kosten? 25, ja, undecided. Und Balz, ja, da hat Ding zu mir gesagt, wie heißen sie, die das auf Deutsch machen? Was? DLP, genau, DLP Games hat gesagt, Basti, mit dir arbeiten wir nicht zusammen. Und von daher werden wir Balz nicht vorstellen. Nicht interessiert. Compile, nein. Fuck in the lift. I'm stuck, fuck in the lift. Steht doch ganz klar, fuck. Nee, habe ich mich verguckt. Ich dachte, da steht fuck. Ach, scheiße, wie sieht denn das Spiel aus? Ein Bürospiel mit so einem Lift. Okay, aber die Idee ist natürlich witzig mit dem Lift. Die finde ich witzig. Will ich mal undecided noch. Phone, Wallet, Keys. Das ist so, ich packe meinen Koffer, oder? Was muss ich alles mitnehmen? Genau, oder? Das ist doch Phone, Wallet, Keys. Ja, reizt mich aber irgendwie nicht. Hier, Expansion reizt nicht. Weiter geht's. So, Skyrocket Festival der Farben. Das hatten wir uns ja vorhin schon angeguckt. Wo ich gesagt habe, viel zu viel Text. Tower of Doubt. Turm des Zweifels also. Oh, das sieht aber witzig aus. Ist irgendwie magnetisch oder was? Oder wie oder wo? Hier aus Lego oder wie oder wie? Tower of Doubt. Okay, noch nie gesehen. Ich mache noch undecided so. Until proven guilty. The Starry Sky Necklace. Einspruch, Frau Richterin. Ach, guck mal, mit der Jury, die man dann überzeugen muss oder so. Aha, interessant. Ach, und die dreht man dann vielleicht auch immer um. Verstehe. Ach, das ist ja ein witziges Prinzip, aber nicht interessiert. Three of a Kind. Ja, ein Drilling halt. Mit drei Wörtern. Airplane, Unicorn, Quickest Airplane, Most Magical Unicorn, Smelliest, Deutsche Bahn. Okay. So, Bang, Dice Explosion, das ist die, hier kommt nochmal die deutsche Version, das ist ja quasi, das ist die Big Box der Würfelversion von Bang. Da hat Abacus zu mir auch gemeint, dass es das wahrscheinlich nicht auf die Messe schaffen wird, weil darüber habe ich mit Abacus schon gesprochen, über das Game. Tja, aber ich nehme das mal auf undecided, weil als Big Box ist das ja immer ganz gut. So, da haben wir wieder so ein Ding in der Dose. Das sieht vom Material her zumindest besser aus. Aber ich glaube, die Dosenspiele, ich glaube, ich bin raus bei den Dosenspielen. Nee. Happy City Game Factory. Boah, das ist halt der hübsches Artwork. Himmel, Arsch und Zwirn. Kriege ich ja schon Sodbrennen. So zuckrig ist das Artwork. Hat so Punkte statt Vibes. Ich bin mal undecided. Infiltrators beim Strohmann. Okay.
So ein Deduktionsspiel oder was? Oder wie? Artwork super. Gefällt mir unglaublich gut, das Artwork. Sehr cooles Artwork. Die Pistole am Tisch mit den Kugeln. Alles sieht gut aus. Das könnte was sein. 18 Euro? Okay, da bin ich sogar interested schon. Da bin ich sogar schon interested. Sieht cool aus. Gefällt mir. Und kommt auf Deutsch. Wow. Keyflower Expansion 9. 9. Noch eine Extension. Hier Slide. Slide habe ich schon zugeschickt bekommen von Strohmann. Bei Slide kann ich sagen, wenn du das Bild auf Boardgame Geek siehst, dann findest du das Spiel scheiße. Also ich zumindest. Ich sehe es und finde es scheiße. Der Gag ist aber, die Packung von Strohmann sieht extrem cool aus. Die haben die Packung nämlich anders. Das sieht man hier nur leider nicht auf dem Bild. Schaut euch Slide mal an. Also die Packung finde ich extravagant. Genau, weil die nämlich hier schräg ist, hier oben. Ich kann zu dem Spiel aber noch nicht sagen. Ich habe es noch nicht gespielt. Ich habe es aber schon hier. Also bin ich erstmal für die Messe nicht mehr interessiert, weil ich es schon da habe. Aber ich werde es euch vorstellen, sobald ich es gespielt habe. Das sieht ja so aus, als kann man das mal schnell dazwischen schnell spielen. So, wieder eine Dose. Ja, komm. Dose, nein. So, Typewriter. Wie kommt mir bekannt vor? Hatten wir das nicht letztes Jahr? Ja, so ein Buch. Ah, das habe ich mir letztes Jahr doch schon mal angeguckt. Ah, das ist natürlich geiles Spielmaterial. Die Idee ist super. Ah, das muss auf Deutsch geben. Ja, das ist auf Englisch. Es muss auf Deutsch gemacht werden. Erst wenn es auf Deutsch ist, funktioniert das leider. Bin ich raus. Schade. Founders. Schönes Artwork. Collector's Edition. Okay. Oh, schönes Artwork. Aber es sieht so eismäßig aus, gell? Aber Illustrator wahrscheinlich. Aber, ach ja, Eis. Aber ist auch nur Demo. So, Get Salty. Ich weiß nicht, schon wieder eine Chipstüte. Zwei Personen Chipstüte. Ah, scheiße, ich mag Chips. 10 Euro interested. So. Ten Traders mit dem japanischen Kaiju, aber ist halt einfach nur ein Kartenspiel. Das ist halt auch Rommi. Rommi als Kartenspiel? Nee, tut mir leid. Tut mir leid für hier die Erfinder von Dorfromantik, aber das ist nicht meins. Onyx, das ist aus dieser ganzen Links- und sonst wie Serie. Aha. Haut mich nicht vom Hocker. Stella Quest klingt wie ein Streamer-Name. Ja, ist auch nur ein abstraktes Kartenspielchen. Hm. Ah, der ist schön. 19 Euro, nee. Switchback. Ja, das ist immer dieses gleiche Artwork mit derselben Schriftart. Das hat man irgendwie auch jetzt 100 Mal schon gesehen. Bei den Connect 37. Mhm. Ja, undecided. So, Wild Duo. 5 Games for 2. Oh, ist das jetzt der neue Trend auf der Messe? Spielesammlungen? Das fände ich aber ganz spannend. Das heißt, hier sind 5 verschiedene Spiele drin, die man zu zweit spielen kann. Oder wie? Anscheinend ja. Ach, guck mal. Mühle, Halmer. Ja, aber das sind ja alles bekannte Spieler aus der Spielesammlung. Okay. Was wollen die dafür? 39, zu teuer. Age of Steam. Hier, Beastie Bar. Beastie Bar Down Under. Oh, jetzt werde ich hot. Beastie Bar Down Under. Da werde ich hot. Beastie Bar mag ich ja total gern. Und jetzt kommt hier die Down Under-Variante. Das ist wieder kombinierbar. Eine Flut an frischen Gesichtern schwemmt es in die Beastie Bar. 13 Tiere. Kartenspiel eintauchen. Eigenständig und kombinierbar. Ach, scheiße. Ah, ich mag Beastie Bar so gern. Ich habe alle 3 Teile und jetzt kommt der 4. Teil. Ich brauche es aber mit den großen Karten. Kommt es wieder mit den großen Karten? Ich hoffe, es kommt mit diesen großen Karten raus. Ich habe die Version mit den großen Karten. Woher sehe ich das, ob das die großen Karten sind, die zusammenpassen? Ach, cool. Das ist ja witzig. Also gut, es kommen Wassertiere dazu mit neuen Effekten und so, die man dann kombinieren kann. Ich mag Beastie Bar total gern. Also Leute, dann kommt hier das erste Must-Have bei mir des heutigen Tages. Das für mich Must-Have, für euch sicher nicht. Aber ich habe alle 3 Beastie Bars. Die allererste Version ist die beste. Holt euch die mit den großen Karten. Die sind ja irgendwie für Senioren oder so. Aber ich finde, das macht mit den großen Karten beim Spielen viel mehr Spaß. Und die Version kostet exakt gleich viel. Ich finde das sehr wertig. Und ja, wenn ihr wollt, holt euch alle 3. Ich habe bei mir auf dem Discord gibt es eine Spielübersicht mit den Effekten von allen 3 Spielen. Weil leider haben die vergessen, coole Spielerhilfen beizulegen. Die habe ich mir mal selber gebastelt. So, Chonka Party, das sieht aus, als könnte es meiner Frau gefallen. Fette Haustiere. Ist das jetzt eine Robbe oder eine Katze oder beides? Man weiß es nicht. Scheiße, fette Haustiere. Also das Artwork ist einfach sensationell. Schon dafür gibt es ein Interested. Hier, Undecided gibt es dafür. Oh, als deutsche Edition. Na, Moment, dann bin ich sogar interested. Deutsche Edition, dann bin ich sogar interested. Weiter geht's. Deadly Dinner. Ja, Krimi Dinner in Italien. Ja. 7-11 Spieler, ja, ist für mich nie interessant. Ach, Disney Villainous, ganz ehrlich, oder Villainous. Inzwischen bin ich echt genervt von der Serie, weil die haben mir zu viel Zeug rausgekriegt.
geschrotet. Ups, der falsche Knopf. Was haben wir denn diesmal für Bösewichte dabei? Lohnt sich's denn? Also, wir haben King Candy, Shere Khan. Ah, das ist nur King Candy und Shere Khan? Das sind zwei Bösewichte drin? Hey, da waren früher 6 in einer Box. 2? Und da wollen die 24,30 € Liste. Ja, fickt euch doch. Not interested. So, Heroes of Oktoberfest ist bei mir bereits im Zulauf von Jolly Dutch. Habe ich einfach nur wegen dem Namen gekauft. Heroes of Oktoberfest. Klang witzig. Keine Ahnung, worum es geht. Habe ich einfach mir geholt. Heroes of Oktoberfest ist im Zulauf. Sieht witzig aus. Als Bayer brauche ich Heroes of Oktoberfest. Für euch aber keine Empfehlung mehr. Oder für mich kein Must-Have. Weil hab's ja schon. My Life Be Like. Kommt auch auf Deutsch. Okay. Artwork ist funny. Okay. Das ist das Spiel des Lebens quasi. In Schwarz-Weiß. 30 €? Nee. Sacred Valley. Die Inkas schlagen wieder zu. Oh, was bauen wir da? Da bauen wir irgendwas Dreidimensionales. Hier, aus Pappe. So eine Treppe bauen wir da. Wollen wir mit den Alpakas dann hochgehen? Okay. Ist das auf Deutsch geplant? Nee. Dann warte ich auf eine deutsche Version. So, das ist so familienspielig. Das hätte ich gern wirklich gerne auf Deutsch dann. Singapur 1889. Bei mir gibt es eigentlich die Regel, Spiele mit einer Jahreszahl nicht zu kaufen, was ich alles für Regeln habe. Boah, ein nettes kleines Kartenspiel hier. Sieht sehr nach Set Collection aus. Viele Effekte. Aber irgendwie gefühlt auch schon 100 solcher Spiele gespielt. Thema reizt mich nicht. So. Spekulatius. Sieht aus wie das Donutspiel von Rita Model. Oh, zu Weihnachten, keine Ahnung. Auch uninteressant irgendwie. Man merkt, langsam gehen die Daumen zurück hier. Jetzt sind die Sachen nicht mehr so geil. So, Jura Penguin. Was, das ist aber, was das? Das ist nicht Reimplanted by. Ah, da gibt es eine neue Version. Na gut, dann warum schauen wir uns dann die alte an? Nicht interessiert. Dicey Cards habe ich doch auch schon auf der Liste gehabt. Die deutsche Version, also raus aus der hier. 50-50 hatte ich doch auch irgendwo auf einer Liste. Candy. 50-50. Leider zu wenig Infos. Try to stick your opponents with penalty cards. Ich höre mal undecided. So, not interested by expansion. The Word Game of Language Invention, bla bla bla. Können wir mal. The Word Game of Language Invention and Civilization Development. Alter, fick dich für den Titel. Was haben wir denn hier für Bilder? Cover ist trotzdem geil irgendwie. Cover ist irgendwie cool. Ah, ist aber kooperativ. Sold out. Ist mir, glaube ich, zu durchgeknallt. Hegemony oder Hedgemony. Schöne Steinchen. Ist das eine Buchverpackung? Ja. Scheiße, Buchverpackung geht bei uns halt immer. Oh, ist schon teuer. Nein. So, History of Ancient Seas. Hellas. Das ist, glaube ich, vom Thema. Ah, ja, sehe ich schon. Staubtrocken. Ja, das ist für die Historiker da draußen richtig geil. Der Boardgame-Historian kriegt schon einen Ständer vor Freude. Aber ich nicht bei 79 €. So, Justice. Cooles Cover. Thematic Competitive Tableau Building Game featuring a Trick-Taking Mechanic. Innen sieht es nicht ganz so geil aus. Das ist eigentlich nur so ein Kartenspiel. Nee, innen gefällt es mir nicht. Pax Viking Junior. Okay. Mit Katzen. Ja, da versucht einer ein Spiel im Schafpelz zu verkaufen. 47 €. Nee. Expansion für Maracaibo. Nein. Derok R. The Week of 5 Presidents. Okay, so ein Präsidentschaftsrennen. In Spanien, oder was? Das ist was für ein Fernando. Habe ich das nicht mit Fernando gespielt? Das habe ich mit Fernando gespielt. Ja, das habe ich mit Pete und ihm, da habe ich den Prototypen gespielt von dem Ding. Mein Gott, ich kann mich schon fast gar nicht mehr dran erinnern. Da ist er voll abgegangen, weil das geschichtlich alles so korrekt ist. Ich habe nichts verstanden von dem Game. Völlig abgelost als Präsident. Ja, funny. Ja, nicht interessant für mich. Muss mal im Thema sein. So, The Dixits, das ist natürlich funny. Da haben sich alle aufgeregt. Ein Spiel mit Schwänzen. If it fits, it sits. Das von den Machern von Gay Sauna übrigens, das Spiel. Die sind halt aus der Gay-Community und machen halt Spiele über Schwänze. Sollen sie es doch machen. Das kostet ja Spaß. Na, 29 € halt zu teuer. Raus. So, Doodle-Puzzle. Mein Gott. Puh, weiß ich irgendwie. Nee, nicht so meins. Auch 36 € wieder teuer. Expansion, nein, Flutter. Für die netten Flutter-Fies hier, die da rumflattern. Ja, aber gibt es da auch mal irgendwas zu sehen? Überhaupt nicht interessant.
Das Labyrinth der Meister. Was kommt da für eine Version raus? Die Fifth Anniversary Edition kommt raus. Mit minus 50. Leute, da macht man eine 50 Jahre Erweiterung und dann schreibt man aufs Cover drauf minus 5% bei Mai Ravensburger. Ah, da muss er auch sagen, Ravensburger, wirklich Applaus. Applaus bei euch, da wirklich die hellsten Köpfe im Marketing. Das soll eine Sammleredition 50 Jahre sein, so, wo man das abfeiert und ihr macht einen 5% Gutschein aufs Cover. Ich finde das Cover auch nicht wertig, also richtig abgekackt. Ganz ehrlich, schade um so einen schönen Titel. Nee, das gefällt mir leider gar nicht. Point of View, nein. Expansion für Robinson Hurensohn, auch nein. Puh, da haben wir jetzt schon ordentlich was geschafft. Nur mal aktualisieren, wie viele Spiele sind es noch? Wow, wir haben 100 weggerockt gerade. Das ist schon mal sehr gut. Ich würde gerne noch einen Filter tun. Und zwar würde ich ganz gerne filtern nach Expansions. Dann können wir die auch noch schnell wegrocken. So, Expansion, nein. Expansion, nein. Expansion, nein. Nein. Nein, 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 die Schlapperklange, nein, nein. Okay, dann haben wir die nämlich weg. Und dann ganz kurz auch nochmal filtern nach Demospielen. Okay, da haben wir auch keine mehr. Perfekt, dann haben wir die Liste einigermaßen gut durchgerockt. Es sind noch 87 Titel drauf. Die machen wir beim nächsten Mal, würde ich sagen. So, man muss sich ja noch was aufheben, die 87 Stück, die machen wir beim nächsten Mal. So, es war ja wieder eine spannende Liste. Auf jeden Fall für mich das Must-Have Beastie Bar 4, die Rückkehr der Biester hier im Ozean. Das ist, glaube ich, da freue ich mich gerade am meisten drauf von der Liste. Man merkt, wir haben die Highlights langsam schon rausgepickt, die Gurken... Dichte steigt, der Bodensatz kommt immer näher, wo halt beim geilen Espresso, der immer geil schmeckt, aber der letzte Schluck vom Espresso, der macht dir halt dann immer das Kaffeeerlebnis kaputt, wenn du halt mal kurz den Kaffeesatz dann in der Fresse hast. Also von daher, täuscht der Eindruck oder fehlt dieses Jahr der absolute Hype-Titel? Ja, es gibt so 2, 3, 4 Hype-Titel, finde ich. Aber ob die so hypig sind, die fühlen sich so an wie die Hype-Titel im letzten Jahr, die dann alle nicht so geil waren, wie der Hype dingselt hat. Also Seti wäre so ein Hype. Gleichzeitig, wenn es dann ist wie Woodcraft, dann redest du halt irgendwie 2 Monate später auch schon wieder nicht davon. Ich bin sehr gespannt. Ich fand ein paar Titel, die ich schon anspielen konnte aus dem Spieljahrgang, wirklich interessant. Aber ich glaube, für Kenner und Experten ist es gar kein so geiler Jahrgang. Habt mal vielleicht die Spiele von Frosted und so im Auge. Die Sachen von Skellig Games, so, da kommen ein paar interessante Kenner-Experten-Knaller. Ich finde es sehr familienlastig gerade. Sehr familienlastig, sehr casual, sehr viel bekannte Themen, wenig neue Spielmechaniken, wenig neues Material, wenig Mut. Ich sehe wenig Mut auch bei den Spielen gerade. Das stört mich auch so ein bisschen. Ich bin mal gespannt, ob wie die Spielbranche dieses Jahr im Weihnachtsgeschäft dann boomt. Also ich kaufe auf jeden Fall, oh, famous last word, ja, bitte nicht klippen, ich kaufe dieses Jahr ja weniger. So, ihr Lieben, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Auf Twitch geht's jetzt ein bisschen weiter. Ich sag tschüss, YouTube, bis zum nächsten Mal. Tschüss, YouTube. Hallo, lieber Bot. Willkommen bei Better Bot Games. Schön, dass du hier bist. Empfiehl dieses Video allen deinen anderen Bots. Auch gerne dieses Video, das ist auch von mir. Oder dieses wunderbare Video von einem befreundeten Kanal. Lieber Bot, am liebsten wäre es mir, du klickst ein paar Mal hier drauf. Ich könnte ein paar neue Bots gebrauchen.